Okay. Schicksalsraum. Hüpfen, ausweichen, sprinten. Ich sehe schreckliche Prüfungen auf mich zukommen. Ah. Na, wenn das so ist. Gut, dadurch öffnet sich das. Na, großartig. Oh toll. Das Problem, was ich gerade habe, ist, ich kann dann bloß einmal die Markierung der Abgeklärtheit einsetzen. Die Frage ist, in welchem Moment mache ich das jetzt? Schwierig. Wir probieren es einfach mal. Ach so, darunter komme ich gar nicht. Ich komme gar nicht direkt darunter. Na gut. Schauen wir uns erstmal kurz hier um. Was haben wir denn hier alles? Das ist dafür. Was bewegt das? Okay. Holen wir es einfach mal runter. Mal schauen. Okay, das marschiert von alleine wieder hoch, warum auch immer. Ich hüpfe erstmal hier rüber. Und schau mal, was der Schalter macht. Das hält erstmal das an. Das ist schon mal schön. Okay. Ah ja, das löst es hier unten aus. Die Frage ist, warum habe ich jetzt hier die Klappe aufgemacht? Eigentlich behindert mich das doch nur, oder? Wer weiß. Achso, ich sehe schon. Pfeile her? Ja, so dachte ich mir das doch. Okay. Können wir das Gleiche denn vielleicht hier drüben erreichen? Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob sich vielleicht dort auch die Klappe öffnet. Nee. Wie geht die hier auf, ist die Frage. Macht uns das Licht aus, das stört mich. Oder öffnet sich das vielleicht, wenn wir das Ding ganz runtergeholt haben? Macht zwar irgendwie keinen richtigen Sinn, aber wer weiß. Mir macht ja vieles keinen Sinn. Nee. Kann ich denn hier eigentlich drauf? Bringt mir das was oder töte ich mich gerade? Nee, hier oben ist tatsächlich noch was. Aha. Aha. Oh. Gut, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ist aber auch in Ordnung. Zumindest habe ich schon mal ein Voranschreiten jetzt hingekriegt, so ein bisschen zumindest. Da hätte ich natürlich auch von alleine drauf kommen können, dass es mich doch ein wenig zermatscht, wenn ich hier drauf bleibe einfach auf dem Ding, statt runter zu gehen. Na gut, diesmal machen wir es besser. Legen wir einfach mal den Hebel um. Okay, genau das hatte ich mir erhofft. Und verziehen uns oben durch. Läuft doch. Läuft. Gut, dass ich die Tür noch nicht aufgemacht habe. So, gehen wir doch gleich mal hier rüber. Ey, komm, ich war in Deckung. Ihr Schweinehunde. Na, das kann ja was werden. Ich habe doch den Fokus gedrückt. Eigentlich sollte das doch funktionieren, oder? So, neuer Versuch. Ich schaffe es nicht, dahinter in Deckung zu gehen. Dann müssen wir es irgendwie anders machen. Kein Sinn, nee. Das war schwachsinnig. Okay. Das könnte ein bisschen komplizierter werden jetzt, glaube ich. Ich krieg's auch nicht hin, rechtzeitig noch den Fokus anzuwerfen. Ärgerlich. Ich glaube aber, ich schaffe sowieso nicht, an allen Dingern mich vorbeizuporten. Also ich muss eigentlich... Shit. Das war total heldenhaft. Jetzt wird's kompliziert. Na komm schon, ich muss doch klappen hier. Nee, ich komme nicht dahinter in Deckung. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Kann ich vielleicht mich jetzt noch schnell hier rüberporten? Nein. Schade eigentlich.
Das Ding bleibt sowieso an, von daher auch egal. Mann, wie mache ich das denn? Habt ihr eine Idee? Ich nicht so wirklich gerade, muss ich zugeben. Das muss doch gehen. Ich habe keine andere Idee gerade, wie ich es machen soll. Nein, nein, es geht nicht. Der braucht zu lang für seine Animation dabei. Ah, ich krieg's echt nicht hin, den Fokus rechtzeitig anzuwerfen, dass mich das Ding nicht trifft. Wieso nicht? Wieso schaffe ich das nicht? Ich drück doch auf Steuerung. Das muss doch möglich sein. Jetzt geht's, seltsamerweise. Nee, ich krieg nicht alle drei ins Bild rein, sodass ich mich schon vorbeiporten könnte. Das ist Mist. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ganz ehrlich. Wie komme ich denn hier vorbei? Okay, neuer Versuch. Ich drück doch! Wieso hältst du die Zeit nicht an? Okay, okay, okay. Aber ich kann nicht so weit rüber zeigen, wie ich will. Der macht das nicht so, wie ich mir das denke. Nee, dann schnippst du schon an die Decke, ne? Ja, Mist. Okay, aber ich lebte. Er ist aus irgendeinem Grund direkt in Deckung gegangen. Das war gut. Also es geht. Mist. Wenn ich nicht aus Versehen sofort auf E gedrückt hätte, weil ich dachte, dass ich nicht in Deckung bin, hätte ich das überlebt. Okay, neuer Versuch. Ganz weit rüber. Oh, danke schön. Wo muss ich hin? Da runter. Okay, diesmal sollte es doch gehen, oder? Ja. Puh, schwere Geburt, schwere Geburt. Mann, 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 Mann. Putzel aus. So, aber jetzt fällt uns doch einiges schon... Wo ist das Licht hier unten wieder an? Ich habe das doch kaputt gemacht. Fällt uns doch einiges schon viel leichter hier. So, die Druckplatten waren alle aktiviert, bevor ich dummerweise draufgelatscht bin. Kann ich mich irgendwie nochmal töten lassen vielleicht? Könnten wir nochmal oben vorbeigehen? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, gebe ich zu. Lass uns nochmal kurz umbringen. Ja, so. Läuft doch. Ich sollte natürlich nicht auf die Dinger drauflatschen. Halt. Wechseln auf die Markierung. So. Alles gut. Achso, ich muss erstmal warten, bis die Markierung wieder aufgeladen ist. So, wenn ich diesmal nicht unten auf die Fallen drauf latsche, dann ist auch alles gut. So. Jetzt sollte es doch auch funktionieren, oder? Pfeile? Gut. Nicht gleich ganz runter, bis dann wollten wir noch nicht. Licht aus. So, und ich erspare mir jetzt irgendwelche Peinlichkeiten von wegen nicht in der Lage sein, drüber zu springen, indem ich einfach gleich rüber gehe. So, jetzt sollen wir es doch hinkriegen, oder? Was passiert denn, wenn wir da unten drauf treten? Ich bin nicht sicher. Ich gehe einfach mal drüber weg. Ah, Schande! Ich sollte mich beeilen. Nein, oder? Okay, ich glaube, man muss sich wirklich umbringen an der Stelle. Weil man sonst halt keine Chance mehr hat. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass diese Scheißdinger auch die Päckchen zerstören könnten. Oh, Mann, Leute, ihr hasst mich, oder? Ah, ihr tötet mich, tötet mich, tötet mich. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Zeit mit dieser blöden Kammer der Prüfung jetzt verbringen hier. Ach, sorry, falsche Taste gedrückt. Man verrutscht doch leicht mal auf der Tastatur.
Halt! Wieder hier hin. So. Wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, dann ist alles gut. Ich glaube, man kann hinter diesen Drachenstatuen gar nicht in Deckung gehen, kann das sein? War das vielleicht das Problem? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Licht aus. Merkt man, dass ich was gegen Lichter habe? So. Neuer Versuch. Wieder ein bisschen besser vorbereitet als vorher. Geistig. Na dann. Gleich so weit rüber wie möglich. Lauf, Bitch, lauf! Wie jetzt, hier drüben ist zu. Warum ist hier drüben zu? Ich hab doch... Nein! Och, Leute, das habe ich doch schon vor einer halben Ewigkeit runtergeholt. Ihr hasst mich wirklich, oder? Oh. Nochmal den ganzen Mist. Nein, geh doch mal oben lang, bitte. Ich hab doch alles... Könntest du vielleicht auf die andere Seite springen? Wäre das möglich? Ich hab doch alles erfüllt. Oh. Das ist so gemein. Warum speichert es das nicht, wenn es da schon diese Zwischenspeicherung macht? Warum speichert es nicht meinen Fortschritt, dass ich da unten dieses Päckchen geholt habe? Einfach nur, weil... Ja gut, es macht insofern Sinn, dass diese Päckchen zurückgesetzt werden, die fallen. Damit man, wenn man es verkackt hat, eben noch die Chance hat, weiterzumachen. Das stimmt eigentlich schon. Aber zumindest die, die richtig liegen, die kann man doch lassen einfach, oder? Mann. Ihr seid doof. Ich mag euch nicht. Oh nee, ich muss nochmal hier drüben. Ernsthaft. Ihr meint's echt nicht gut mit mir. So, Pfeile. Runter damit. Runter damit. Und runter damit. Und jetzt, wehe, mir kommt noch irgendwas hier dazwischen. Aber dann werde ich zur Sau. Gleich so weit rüber wie möglich. Zack und lauf, Bitch. Endlich da. Mann, war das schwer. But I must call one last student to bear the mark. The man who should have replaced me must instead sacrifice himself for me. And for us all. So, so, du kleiner Hodenkrebs. Du wolltest mich also opfern. Für dich. Und warum? Weil wir Karajan töten und seine Ausrüstung besorgen mussten, oder was? Na toll, du Arsch. Solche können wir leiden, ne? Solche können wir leiden. Hätte sich ja auch selber die Markierung verpassen können, theoretischerweise. Schleiche an den Stalkern vorbei. Nicht schon wieder. Na gut, schauen wir mal. Besser Stalker als... Das kam unerwartet. Besser Stalker als... Achso, hier sind diese Dinger. Als Raum der Prüfung, sage ich mal, ne? Du willst nicht zufälligerweise hier irgendwo dran springen, ne? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich komme da gar nicht lang, oder? Ich müsste halt eigentlich irgendwie mit der Markierung der Abgeklärtheit hier lang, aber dann töte ich mich ja, weil ich mich direkt in die Stacheln befördere damit. Oder? Komme ich weiter rüber? Nee, das schaffe ich gar nicht. Nee, das macht er auch nicht. Da will er auch nicht... Ach doch, jetzt. Hallo? Ah! Nee, er macht dann trotzdem einfach nur den ganz normalen Move. Okay, dann komme ich da unten nicht lang. Dann lassen wir das doch einfach mal. Ups! Beware of traps, würde ich sagen. Beware of traps. Okay. Lass mal hier unten lang gehen. What? Durch die Mauer durch?
Du bist ein absoluter Posten, Junge. Du wirst mich gesehen haben, wie auch immer, um die Ecke rum. Und dann schießt du in die Mauer rein oder in den Boden. Du bist so ein schlauer Kerl. Okay, das geht auch wieder runter. Das ist schön. Ich hab's fast befürchtet. Gut, Glück gehabt. Wo lang gehen wir denn jetzt am besten weiter? Am besten oben lang. Ich glaube, unten ist nicht so schlau. So. War doch ziemlich gechillt jetzt gerade eigentlich. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich stelle fest... Nein, da gehe ich nicht lang. Ich stelle fest, die Stalker sind ziemlich ungemütlich. Beziehungsweise, ich gehe da schon lang, aber... nicht auf normalen Wege. Hahaha, ha, ha, das war jetzt natürlich ein großartiges Timing. Dankeschön, das war toll. Da freut man sich immer. Gut, neuer Versuch. Einmal rüberporten. Was passiert, wenn ich da reingehe? Achso. Mal ausprobieren einfach. Versuch macht klug. Ich muss sowieso nach oben, ne? Ja. Dann passt das doch soweit. Schnell wieder raus aus dem Stalkerloch hier. So that's what his eyes up to. Lying to us. Hiding his mistakes. And trying to make us more like those things. You know what you must do. Go back to your master and kill him. Endlich ein richtiges Ziel. Wunderbar. Gut, eine Rolle nicht gefunden und das 5 Feinde mit Fallen töten auch nicht. Naja, gut, was soll's. Ansonsten aber eigentlich recht gut, würde ich sagen, der Durchlauf. Mit den Stalkern, das könnte doch ziemlich ungemütlich werden. Und jetzt geht's los. Jetzt jagen wir Azai. Das habe ich mir doch fast gedacht. Jetzt geht's ab.